Moin Leute, die Sprachen auf Bubble lernen. Willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns einige Bewertungen zur Nintendo Altersbeschränkungs-App an. Yeah! Heute erleben wir sehr viele Eltern. Los geht's! Okay, die erste Bewertung ist nicht von Eltern, sondern von einem Kind. Warum gibt es so einen Scheiß? Das nervt, ich will zocken. Tja, doof gelaufen, mein Lieber. Vielleicht klaust du einfach mal das Handy deiner Eltern und deinstallierst die App. Naja, machen wir weiter mit der nächsten Bewertung. Die Bewertung finde ich irgendwie richtig lustig. Ein Stern terrorisiert das Kind. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ob das die Eltern waren? Aber es macht doch keinen Sinn. Du installierst den Dienst und machst eine Beschränkung rein und schreibst dann eine Bewertung mit einem Stern, dass es dein Kind terrorisiert. Okay, gut. Muss man ja nicht verstehen, ne? Machen wir weiter. 5 Sterne. Yeah, endlich positiv, Leute. Mein Kind ist endlich wieder in der Kontrolle. Lecker-Emoji, Freu-Emoji, Liebes-Emoji, 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 Liebes-Emoji. Alles klar, das kann man auch irgendwie ein bisschen falsch verstehen. Mein Kind ist endlich wieder in der Kontrolle. Mit diesen Emojis dazu. Okay, das Kind tut mir irgendwie leid. Das war's auch wieder mit positiven Bewertungen. Ein Stern. Diese App hat mein Kind zu heulen gebracht. Was soll ich mir darunter vorstellen? Ist das eine Mutter oder ein Vater, der sich die App installiert und sein Kind beschränken, kontrollieren will und das Kind findet das nicht so geil und dann schreibt er so eine Bewertung? Hä? Ich verstehe so welche Leute nicht. Das ist der geilste Vater. 5 Sterne. Super, um seinen Kindern auf den Sack zu gehen. Bester Vater, ey. Daumen hoch an ihn. Du bist geil. Okay, jetzt haben wir wieder einen richtigen Profi hier. 1 Stern. Bitte Nintendo, löscht diese App. Hacker können deine Switch hacken. Oh. Da ist natürlich ein bisschen belastend, dass meine Switch gehackt werden kann, wenn ich die Altersbeschränkung-App habe. Diese bösen Hacker namens Eltern, die Switch beschränken, ey. Da sollte Nintendo auf jeden Fall ganz dringend was unternehmen. Noch ein Profi. 1 Stern. View-Spiele? Fragezeichen. Wenn der Sprecher schon nicht weiß, für welche Konsole er da etwas einspricht, dann gibt es auch nur einen Stern. Daran sieht man ja, wie sehr sich Nintendo für die eigenen Produkte interessiert. View-Spiele für diese tote Konsole? Naja, wenn ich lesen kann, dass in der App schon Switch steht und im Video, was er da mit dem Sprecher gemeint hat, da steht auch Switch im Video und überall wird Switch erwähnt, an jeder Ecke, wenn er es trotzdem nicht checkt, ne? Dem kann man natürlich auch nicht mehr helfen. Noch ein Profi, 2 Sterne. Spielt man das auf dem Handy oder nur auf der Switch? Kennt ihr schon das Altersbeschränkungsspiel? Ich habe da richtig viel Spaß bei. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Das Spiel hat mich sehr unterhalten. Was denken sich so welche Leute? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht sollten diese Leute einfach mal das Lese-Abo bei Bubble buchen. Vielleicht hilft das ja. Leute, und zum Schluss als mein Highlight die beste Wertung für heute. 5 Sterne, perfekt, erfüllt ihren Zweck. Jetzt kann ich einstellen, wie lange meine Eltern meine Switch verwenden und nicht andersherum. Ehre an ihnen, da kann man einfach nur einen Daumen hoch für da lassen. Und ich hoffe, auch fürs Video kann man einen Daumen hoch da lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss, ihr Toads.